Hallo ihr Lieben, es geht weiter hier mit der nächsten Episode und ja, beim letzten Mal habe ich ja den Weg nicht gefunden. Ich hatte keine Idee, wo ich lang muss und es fehlt ja immer noch so ein blöder Schlüssel. Ich bin jetzt hier gerade bestimmt eine Viertelstunde einfach nochmal durch die Gegend gelaufen und was fällt mir auf? Hier ist ein Schalter. Ich habe den vorhin schon als Schalter wahrgenommen, bin aber davon ausgegangen, dass der hier irgendwas geöffnet hat. War aber nicht der Fall. Und ja, das war schon richtig, dass ich dachte, das wäre hier eine Tür. Und die können wir nämlich öffnen. Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Ich hoffe einfach, es ist der richtige Weg und nicht, dass wir jetzt hier in 2 Minuten wieder nicht weiterkommen. Oh, es ist sogar der Ausgang. Das ist ja geil, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und da ist der Schmied. Wir sind auf dem Burghof. Uhu, sehr schön. Das hier, nur ein kleines Gitter. Also, ich hoffe, der will uns nichts Böses. Ist ja schließlich auch eine Ratte. Hey du. Alles klar, Maus? Guten Morgen. Kann ich dir irgendwie helfen? Was meinst du damit? Du siehst ganz schön verloren aus, als suchtest du nach Antworten. Oh ja. Für ein paar Florin würde ich dir vielleicht die ein oder andere Sache verraten. Schieß los, frag mich etwas. Okay, wir können fragen, ob er unsere Frau gesehen hat. Wie er heißt. Oder wir haben keine Kohle. Dieser Ort ist das reinste Labyrinth. Kannst du mir helfen, mich zurechtzufinden? Oder ein paar Dinge, die wir suchen. Ich suche verschiedene Kleidungsstücke. Erstmal fragen wir bitte, was hier mit unserer Liebsten los ist. 2 Florin, auf jeden Fall. Wir haben 25. Wenn sie eine Gefangene ist, dann ist sie nicht hier. Warum nicht? Auf Burg Diruin gibt es eine männliche Insassen. Gut, sonst noch was? Ja. Dieser Ort ist das reinste Labyrinth, haben wir jetzt gewählt. Eine Karte haben wir ja eigentlich schon. Ich muss auf den Wachturm. Da müssen wir hin, weil da haben wir eine Verabredung. 6 Florin, ey. Ist ja teuer. Mal sehen. Mir fallen direkt ein paar Orte ein. Ich zeichne sie dir auf der Karte ein. Kann ich dir sonst noch weiterhelfen? Vielleicht kriegen wir eine andere Karte. Mal sehen. Wenn du sie nicht selbst findest, kann ich sie dir für, sagen wir mal, 6 Florin pro Karte verkaufen. Der Schmied durchwühlt seine Habseligkeiten und zieht eine Rolle zerrissener Papiere heraus. Irgendetwas dabei, was du gebrauchen kannst? 6 Florin pro Stück. Karte vom Burghof, von den Katakomben, vom Wachturm und den Wäldern, vom Hafen, vom Strand. Also ich glaube, die Kanalisation macht auf jeden Fall Sinn. Dankeschön. Brauchen wir noch eine andere? Nee, erstmal nicht. Sonst sind wir ja gleich pleite, aber was kann der denn noch? Ein paar Dinge, die wir suchen. Ja, wir können ja noch Rosen finden und auch noch Klamotten eigentlich. Schlüssel für die Waffenkammer. 2 Florin, jawohl. Eine Wache patrouilliert auf der alten Treppe, die vom Wald hinunter in die Waffenkammer führt. Der Schlüssel befindet sich an seinem Gürtel. So weit kommen wir, wenn wir den Wellen folgen. Bieg nach links durch das Tor ab und folge dann dem Pfad hinunter zum Wald. Okay, das muss erstmal reichen. Nichts drin. Nichts drin. Bauchreifen einer Wache. Ach, sollten wir finden. Eine Plattenrüstung aus Eisen, die standardmäßig allen Mitgliedern der Rattenwache ausgehändigt wird. Die Wachen von Burg Diruin operieren unter einem geheimen Kodex. Trage diese Montur, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Die komplette Rüstung besteht aus Schaller, Panzermaschiger, Gesichtsschutz, Brustpanzer und Schulterplatten, Bauchreifen, Beinschienen. Und ja, die Umlaute werden leider gerade nicht richtig dargestellt. Macht nichts. Wir gucken uns jetzt erstmal hier ein bisschen auf dem Burghof um. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen neue Kohle finden. Das hier. Wo geht's denn hier hin? Wollen wir hier schon lang? Ah, wir können unsere Lampe aufladen. Umso besser. Erstmal voll machen das Teil. Sehr schön. Jetzt auch weiter. Boah, das ist ja schon so ein bisschen vertrackt hier, ne? Mal kurz ein bisschen Licht.
Nichts drin. War das eigentlich auch... Warum können wir das nicht mit der Lampe anzünden? Hier noch irgendwas? Ist doch nicht umsonst so verwinkelt, oder? Hier ist doch bestimmt irgendwo was. Da geht's doch bestimmt hoch. Nein! Runtergefallen. Da müssen wir jetzt aber ordentlich klettern. Ohne Lampe? Geht das überhaupt? Hoch mit dir. Aber wir bleiben hier nicht hängen. Ach Mensch, wir können ja den Stuhl mal einfach nehmen. Einmal so. Nee, Moment. Wir wollen ja nicht raus. Wir wollen eigentlich nach oben. Wir sollen nur schauen, wie wir den Stuhl da irgendwie hochsetzen können. Geht das hier? Stelle den Gegenstand auf einer ebenen Fläche ab. Ja, das geht nicht. Hier ist nichts eben. Toll. Das hilft uns nicht. Kommen wir nicht ran. Huch, mein Gott, die Kamera. Keine Ahnung, ob wir hier überhaupt schon rauf können. Ob das so gewollt ist, ich glaub's nicht. Dann gehen wir halt erstmal weiter. Mal ein bisschen Licht reinlassen hier. Nichts. Oh, hallo, Wache. Das ist bestimmt die Wache, die er meinte. Oh, verschlossen. Oh, shit. La, 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 la. Oh. Man konnte uns natürlich nicht sehen. Natürlich nicht. Och man, und immer ist die an der gleichen Stelle. Wir müssen mal was werfen. Hier so ein Stock. Ja, jetzt verkrümel dich da. Geh woanders hin. Genau, guck. Nein. Ah! Mist. Vielleicht. Komm, wir rennen einfach wieder dran vorbei. Das zu, würde ich behaupten. Oh, da ist noch eine Wache. Also jetzt bin ich hier gerade ein bisschen übermütig. Ach du Schreck, aua. Komm. Schnell hoch. Oh, noch eine blöde Ratte. Oh Gott, das ist ja richtig was los hier. Komm, ab in den Schrank. Oder runter. Oder ich weiß es nicht. Aua. Nee, ist nicht gut. Okay, also unter dem Tisch verstecken ist eine ganz schlechte Idee gewesen. Oh Gott, wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Beim Schmied. Ah, das war, glaube ich, ein automatischer Speicherpunkt. Haben wir denn schon die Karte? Ah doch, das hatten wir. Ui, 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 ui. Nee. Na gut, vielleicht wollen wir da auch einfach noch gar nicht hin. Wir gucken uns erstmal hier um. Das ist auch schwer, eine blöde Wache. Oh, das habe ich übersehen. Wie jetzt? Nein! Haha, ist ja doof. Ach, wie schön. Ach, da kann man hochklettern. Können wir gleich mal machen. Sind nicht die hellsten, die Ratten? Oder kommen wir nicht weiter? Oder hier? Wir könnten da mal Feuer machen, oder? Geht das? Wir haben doch so einen Feuerstein. Aber das geht da nicht.
Nee. Ja, schon mutig hier. Oh. Guck mal kurz, welche Türen offen sind. Das hier? Kanone? Mal vorsichtig hier lang. Was, wenn hier aufpassen muss? Oh Gott! War ja schon ein bisschen eng jetzt hier. Wieder auf dem Hof. Okay, also es ist eigentlich nur eine Abkürzung gewesen. Aber nichts im Fass. Noch was? Da kommt er wieder runter. Nein. Oh! Ach Mann, ey. Heute ist nicht mein Tag. Echt nicht. Können wir uns hier bedienen? Oh, es gibt hier mal einen Schrank. Oh, versteck dich doch einfach irgendwo. Komm. Nee, nicht in der Schublade. Das geht nicht. Oh Gott. Das war ja ganz schön knapp. Jetzt gerade richtig viel Glück. Ist da jetzt hier was drin im Nachttopf oder ist da nichts drin? Durchwühlen wir den jetzt hier die ganze Zeit? Das ist ja richtig eklig. Da sind doch aber auch irgendwelche Ratten, oder nicht? Der schläft. Flasche mit Fusel. Da freut sich unser Froschfreund, ja? Verriegelt, wir brauchen den Feldkistenschlüssel. Den hat er doch bestimmt hier. Oder nicht? Wieder hier alles auffüllen. Sehr schön. Da schläft noch wer. Wer hat denn den blöden Schlüssel? Auch abgeschlossen, oder? Nee. Ach Mensch, wir können ja mal speichern, ne? So. Schön vorsichtig. Noch ein Nachttopf. Da sind sogar die Fliegen unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Was erwartet man auch? Das da? Auch nur eine leere Flasche. Nichts in den Schubladen. Oh, da brauchen wir auch einen Feldkistenschlüssel. Ich will den Schlüssel. Oh, diese Nachttöpfe. Kein Schlüssel. Können wir hier die Rüstung mitnehmen? Geil. Sehr schön. Wir haben auf jeden Fall jetzt den nächsten Teil davon. Könnten wir eigentlich mal anziehen. Vielleicht hauen sie uns jetzt dann auch weniger oft an. Zwar nicht schön, aber vielleicht hilft's. Vielleicht auch nicht. Und? Nee, reicht noch nicht. Ich glaube, oh Gott, wir können gar nicht richtig laufen. Das Ding ist so schwer. Oha. Ja, ich glaube, wir ziehen uns wieder mal unsere Piratenkluft an. Wir haben es ja sogar noch an. Wir waren ja hier gerade in der Kiste. Ja, also hier ist nichts zu holen. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Ohne den Schlüssel wird das nix. Nein? Oh, verdammt. Hallo. Nein, schlechte Idee. Haha, ganz schlechte Idee. Renne, kleiner Mann, renne. Komm, der kommt bestimmt nicht raus, oder? Doch. Oh je.
Aufregend. Aber ich glaube, da drin ist wirklich noch nichts zu holen. Hier waren wir vorhin. Wir brauchen Brunnenschlüssel, um dann durch die Brunnenfalltür zu kommen. Leuchtet ein. Wir müssen uns jetzt nur echt mal entscheiden, wo wir wirklich lang wollen. Klar, mal hier hoch. Hier noch was? Ah, Moment, da ist noch eine Schublade. Passierschein. Ja, brauchen wir bestimmt noch. Und ein panzermaschiger Gesichtsschutz. Also, aber was fehlt uns denn jetzt noch? Also, wir haben ja schon einiges gefunden, aber wir können es halt nicht richtig tragen. Das ist einfach viel zu schwer. Ach Mist, die Brustplatte haben wir jetzt ja gerade gar nicht mehr. Oh, das ist ja blöd. Das ist ja doof. Warum haben wir den eigentlich nicht auf? Moment. Resistenz gegen Waffen und Fallen. Und der ist also auf jeden Fall ein bisschen besser beim Rennen. Ja, dann bleiben wir dabei. Da müssen wir nochmal in den einen Raum rein. Wir brauchen diesen blöden Brustpanzer. Für irgendwann mal. Nee, Moment. Ich laufe schon wieder sonst wo lang. Hier kann man sich aber auch verlaufen. Hau mal ab, Ratte. Hau mal ab. Ach nee. Moment. Aber hier waren wir auch noch nicht ausführlich gucken. Hier sind wir vorhin nur reingerannt und wurden dann jämmerlich zerschlagen, oder? Ach nee, doch, das ist doch der Raum, wo sie alle schlafen. Wir haben schon wieder eine Schicksalskarte gewonnen. Ey, wie viele es davon gibt. Käse. Erstmal den ganzen Tisch hier leer räumen. Da ist noch Florin. Her damit. Okay. Ja, dann ganz vorsichtig jetzt wieder zu diesem Rüstungsständer. Der war in dem Nebenraum. Immer schön langsam. Nicht erwischen lassen. Man hat ja immer so ein bisschen Spielraum. So, komm her. Sehr gut. Beinschienen, Bauchreifen und Schaller fehlt jetzt noch. Was auch immer so ein Schaller ist, kenne ich gar nicht. So, das war das. Da ist leer. Nein! Oh nee! Oh oh! Oh, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Oh weia. Weg, weg, weg. Er hat mich jetzt gesehen, der da drüben. Shit. Boah, wenn man hier echt einmal nicht aufpasst. Und den nächsten. Also ich pull hier gerade alles, was geht. Komm, einfach verstecken. Kurz warten. Speichern. Geht doch. Später können wir hier, glaube ich, richtig in Ruhe ein bisschen schauen, was los ist. 25 Punkte. Ach, das ist der Bereich, okay. Vielleicht sollten wir uns doch noch eine Karte hier vom Burghof holen. Ich habe das Gefühl, das könnte uns sehr helfen. Also mir. Boah, wir kommen irgendwann mal da durch. Uiuiui. Mal kurz hier so ein Stöckchen. Müssen wir mal weiter wegwerfen.
Und weg, weg, weg. Ich glaube, das Problem ist, der geht da halt nicht von seinem Bereich weg. Naja, es interessiert den nicht. Ah, Mist. Ich würde gerne nochmal speichern hier in der Nähe. Ach, Moment, wir hatten doch gerade, oder? Ja, einfach nochmal. Doppelt hält besser. Dann können wir nämlich nochmal durchrennen. Natürlich auch einfach mal hier stehen. Gucken, was passiert, wenn wir so einen Stock hier hinwerfen. Hat er das gerafft? Das hat er nicht mal mitbekommen. Ach komm, egal. Hä? Der sieht uns hier nicht? Meint er das ernst? Und die Tür kriegen wir aber auch nicht auf. Schön. Werf mal noch einen Stock. Hat er das jetzt mitgekriegt? Ach. Immer das Gleiche. Lalala. Irgendwo wird es hier bestimmt was geben, wo wir uns verstecken können. Oh je. Wo sind wir denn hier? Gibt es Kürbisse? Oder Rüben? Da können wir uns verstecken, aber geil. Karottchen, nehmen wir mit. Und ein Kürbishelm. Ist ja süß. Bienenstock wurde verlassen. Der ist leer. Die sind gerade unterwegs. Die kleinen Bienchen. Wirklich alles hier wegsammeln. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Das ist wieder so eine Tür. Ah, wahrscheinlich von der anderen Seite. Ohne Rose. Cool, schon 3 von 17. Kann man das ja auch anzünden? Vorsicht! Ah, ich höre den doch noch laufen. Der da, oder? Nee, da ist keiner. Moment, bitte. Kann man einmal so rum. Hier waren wir doch auch schon mal ganz kurz gucken. Ah, da ist die Ratte wieder. Boah, das ist aber schon irgendwie so verschachtelt. Für mich. Kurz hier warten, bis die Ratte wieder weg ist. Bisschen weniger eilig hier unterwegs sein. Hier gibt es auch wieder den anderen. Oh. Oh je. Zünden wir mal kurz an. Wir haben ja Zeit. Los, zünd an. Nicht? Kann man nicht? Doch. Schnell verstecken. Ah, das hat er gar nicht gemerkt. Alles abfackeln hier. Schön Punkte bekommen. Nichts drin. Ein Stock. Ach, sogar viele Stöcke. Das war ja fast schon wieder gefährlich hier. Da ist noch eine Tür. Der Bereich hier, wo es Wein gibt. Ein Weinlager. Gibt es hier noch? Kurz das Licht wegpacken. Flaschen, also die können wir einpacken. War so richtig. Was zum Mitnehmen ist hier gar nicht, oder? Wir können keine Flaschen mehr tragen.
Schade. Da ist nichts. Nö, Spinnnetz. Wenn wir nichts mit anfangen, dann geht's halt wieder raus. Hallo? Keiner da. Wir müssen rumkokeln. Sehr schön. Und hier ist ein Schild. Den können wir aber nicht mitnehmen. Oder? Nee. Eine Spitzhacke, die können wir auch nicht mitnehmen. Und Knoblauch? Können wir auch nicht mitnehmen. Was können wir eigentlich überhaupt? Auch nichts. Aber hier können wir abkürzen. Ah, dann sind wir wieder. Sind wir wieder auf dem Hof. Okay. Oh Gott, ich werde mir das eh niemals merken können, wo wir hier überall unterwegs sind. Blasebike können wir auch nicht mitnehmen. Laufen wir mal weiter. Hier ist jetzt gleich der komische Typi. Und dann geht's die Treppen hoch. Können wir auch eigentlich abkürzen, oder? Ja, das hat er doch gar nicht mitgekriegt. Ganz vorsichtig, still und leise. Oh oh. Oh oh. Nein, ich kam da nicht weg. Oh. Ah, immer wieder das gleiche Spielchen. Versteck dich. Nein, geht nicht. Oder geht's doch? Oder ist die nur abgeschlossen? Ah, Kriegsraum, Truhenschlüssel. Ey, nein, 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 lass mich weg. Oh, aua. Oh, Jemine. Schade. Ich hab gedacht, wir kommen noch ein Stück weiter. Ach, Mist. Na gut. Aber wir sind ja hier wenigstens schon überhaupt mal irgendwo anders gelandet. Das ist auch schon mal gar nicht so verkehrt. Dann würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal nochmal da lang. Schauen uns an, ob wir da jetzt weiterkommen. Ob ich vielleicht mal nicht gefangen genommen werde. Das hätte doch mal was. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Also dann, ihr Lieben, macht's gut!